total gut. Wir haben total viel Spaß gehabt schon seit gestern Abend. Die Band, also einfach cool. Wir feiern gemeinsam, aber wir diskutieren auch gemeinsam über politische Themen und das gefällt mir einfach. Wir brauchen eine Kultur der Gemeinschaft, der Solidarität und nicht der Ellbogengesellschaft, der eine gegen den anderen oder des Egoismus. Wir brauchen eine Kultur, die rebelliert gegen den Mainstream der Herrschenden. Dieses Festival zeigt, es gibt eine solche Kultur. Und sie ist wahnsinnig gut und sie ist total überzeugend und wir haben toll gefeiert hier. Vielen Dank an alle Bands. Keine Held, die mal gedacht, uns auf der Bühne zu sehen. Doch wir sind der Beweis und wir freuen uns immer noch, mit euch feiern zu gehen. Ohne Drogen, ohne Sexismus, antifaschistisch, internationalistisch. Für die Rebellion gegen Ausbeutung, Unterdrückung, für die Rettung der natürlichen Umwelt, kurzum, für unsere Zukunft. Die letzten 3 Tage haben bewiesen, dass dieses Motto genau richtig war und den Schwarze getroffen hat. Wir haben über 180 Künstler und Musiker und die haben alle ihre Fragen, die haben alle, brauchen alle Übernachtungsplatz, was zu essen, was zu trinken. Die haben ihre Instrumente, ihre Technik und da kümmern wir uns drum. Mit dem Festival haben wir uns Großes vorgenommen. Das ist auch gar nicht so einfach. Wir sind ja eine junge Festivalleitung. Aber zum Glück gibt es viele, auch ältere Leute, denen die Jugend am Herzen liegt und die ihre Erfahrungen zur Verfügung stellen. Wir sind für das Festival hier, um die Stromversorgung unter anderem zu gewährleisten. Wir haben hier verschiedene Arbeitseinsätze in der Anlage, die wir hier Subotniks nennen. Da kommen Jugendliche zum freiwilligen Arbeiten her, die sich hier mit ihren Arbeiten einbringen. Wir haben auch alle zusammengetrommelt, die da waren. Also es hat eigentlich jeder mitgeholfen. Ich habe 2 Tage lang das große Rebellzelt aufgebaut mit 5 anderen Leuten. Durch die Arbeit der Subotniks und der Jugendlichen und auch der Fachkräfte wurden hier mittlerweile für das Rebellische Musikfestival 200 Meter Kanal verlegt für das Abwasser. Wir haben hier 300 Meter Leitungen in der Erde verlegt, eine neue Verteilung wurde gemacht, die Beleuchtung wurde instand gesetzt, die Hütten wurden saniert und wir wollen hoffen, dass wir das für das nächste Festival noch erweitern können. Wir sind zu 6 hierher gekommen. Es sind einfach super Bands hier und das Klasse an dem Festival ist aber, dass es nicht einfach nur super Bands sind, die ich auch so gerne in meiner Freizeit besuchen würde, sondern das noch in Verbindung mit Politik, mit Rebellion. Hey, Lupiorum gibt es seit 29 Jahren. Wir wurden immer unterdrückt. Unsere Kassetten, unsere Alben wurden verboten. Unsere Mitglieder wurden in den Knast gesteckt und gefoltert. Nichtsdestotrotz haben wir nie aufgehört, Lupiorum zu sein. Haben wir nie aufgehört, Revolutionäre zu sein. Wir werden diesen Weg weiter beschreiten. Und nicht nur als eine Band des Türkischen, des Kurdischen und aller Völker in der Türkei agieren, sondern eine Stimme für alle unterdrückten Völker der Welt werden wir weiterhin sein. Egal wer, egal wie er aussieht, wo er herkommt, jeder wird hier akzeptiert. Auch dass hier so weiß drumherum ist und alles Mögliche, das ist einfach sympathisch. Ja, unter den Leuten, dass es auch so ist, dass klar gesagt wird, hier, schmeiß deine Kippe nicht auf den Boden, sondern tu die halt in Müll, dass wir hier unseren Platz sauber halten, ne? Dass wir hier schon im Kleinen auch auf die Umwelt achten. Cool, dass es hier so viel Auswahl gibt. Ja, für jeden Geschmack was dabei. Classic Puppenboy, Classic Puppengirl, Classic Puppenwelt, Classic Puppengeld, Classic Puppenglück, Classic Puppenglanz, Classic Puppengloria. Viel zu lang sind die schon dran, Mensch, der Fisch fängt am Kopf zu stinken an. Viel zu lang sind die schon dran, weil man denen die Welt nicht überlassen kann. Las paredes y la puerta de mi casa me sorprenden donde solo y no sé lo que me pasa.
leben für diesen blauen Planeten. Seht, jetzt lachen sie wieder über die alternative Gesellschaft, die ich ihnen nenne, gegen Plagen und Krisen. Doch ich heb mein Haupt, heb nicht auf, ich leb den Traum, hab mit aller Wacht meinen Weg zu bauen. Może mi te zlubione plocznik jak i serio żądam ti możgane infiltrirają. Leginia wysoka, ja w lawach ja široko, czas dać socjano. Wir möchten uns außerdem bedanken bei allen Rebellen, die in fast 30 Städten Deutschlands Festival AGs aufgebaut haben und ganz Deutschland zugeflyert haben, zuplakatiert haben mit unseren Flyern, mobilisiert haben, die Gemeinschaftsaufgaben vorbereitet haben und dafür gesorgt hat, dass dieses Festival ein Erfolg wird. Einen großen Applaus an alle Rebellen hier! Wir sehen das so, die Hygiene ist wichtig, dass die Leute saubere Toiletten vorfinden hier. Ja, und dafür brauchen wir natürlich Mitstreiter. Wir sind rumgegangen, haben mal Jugendliche gefragt, was sie davon halten. Jetzt vorhin haben auch drei zugesagt, dass sie kommen. Wir sind halt dafür, dass die Klos sauber bleiben und alles. Und deshalb sind wir dabei, dass wir auf jeden Fall das Klo nachher putzen müssen. Ich bin der Martin und das ist der Paul und wir helfen nachher mit. Toni Wittröpfer, nix, Meier, denn ich muss dein Lied. Ich will haben, wenn die Ekrutschina, wie du brauchst, kein Schönbiet. Mach das Jede, die ist drei Schied, Lagerei, Meier, Lutschina. Hast du Pini, sind was dein Reiner. Was man auch braucht, um zu rebellieren, ist Klarheit und Durchblick. Deswegen haben wir diese vielen schönen Infostände hier gehabt und Organisationen eingeladen. Und glaubt nicht, dass man Großes schafft, wenn man alleine ist. Dafür braucht man eine Organisation. Organisiert euch! Ich bin Diana, ich komme aus Kolumbien und ich bin bei SI organisiert. Das ist Solidarität International und das ist eine, hier das Festival ist eine super Möglichkeit für uns, Unterstützer zu gewinnen. Wir sind von Wasser hier, das ist ein Frauenkomitee von Opel. Es gibt viel Interesse über die Situation bei Opel und Solidarität für den Kampf. Viele spenden gerne. Alles, was wir hier machen, geht ja zugunsten der Streikkasse. Natur geplündert, Kumpel geknechtet unter kalter Hand des Profit. Es arbeitet, kämpft jede Generation. Freiheit bringt nur die Revolution. Hunderttausend Kehlen, ein alter Traum, nicht tot zu kriegen. Frei, Freiheit. Ich freue mich schon auf heute Abend und auf morgen Abend und morgen den ganzen Tag. Also es ist einfach super, würde ich sagen. Ich würde nur sagen, nächstes Jahr auf jeden Fall und dann mit euch. Guarda in faccia al mondo, pensi già cuore, scalone profondo, a voi che vestite ignoranze e paure, a noi le lotte, a voler preghiere. Your voice! We are roll, Lakers, Blasius, start to resist! We are roll, Lakers, Blasius, start to resist! We are roll!